Willkommen zurück, Leute, zu Final Fantasy 4. Wir sind hier bei der Burg Eblan, da wo wir zuletzt waren, in dieser Adamantengrotte. Da gab es nichts zu holen, das kommt erst später. Richtig sind wir jetzt hier unten, links, bei der Burg Eblan, da sollen wir hin. Und da war ich das letzte Mal, als ich zuletzt aufgenommen habe, noch drinnen in der Burg, soweit ich mich erinnere, die ja jetzt sehr verlassen ist. Und habe noch einen Schlüssel gefunden. Zu irgendeiner Höhle oder was. Und da sollen wir hin. Und diesen Schlüssel benutzen wir. Und damit cruisen wir jetzt mit unserem Fahrzeug zurück. Und wenn wir den Schlüssel haben, dann hoffe ich, dass wir weiterkommen. Wir haben hier jetzt geparkt. Können hier über das ganze gesteinige Zeug rüberfahren. Und damit hier halt aussteigen, wo man vorher gar nicht hinkam. Zu dieser besonderen Höhle. Hier ganz unten. Da gehen wir jetzt mal rein. Und schauen mal. Höhle von Eblan, Untergeschoss 1. Ach ja, diese Untergeschosse immer. Ach, unser erster Angriff. Können wir irgendwas machen? Vielleicht nochmal irgendwie Brotes oder so? Okay, der lebt immer noch. Okay. So ultra stark ist er dann doch nicht, dass wir ihn nicht schaffen. Rosas Stufe ist angestiegen. Wir laufen direkt weiter. Ich weiß nicht, wo lang. So gar nicht. Oh, toll, wir dürfen eine Karte benutzen. Ja, okay. Da will ich aber noch nicht hin. Aber gut zu wissen, dass wir da lang kommen. Erstmal schaue ich mich hier noch um. Bevor wir hier tausend Sachen übersehen. Da lang, da lang, da lang. Oh, im Moment hat er noch ganz gut durchgehalten mit der Truppe. Cecil und die anderen. Wir werden auch direkt wieder angegriffen. Ja, ich benutze einfach mal wieder Protes. Ich könnte auch immer Protes auf alle benutzen, aber dann ist halt, sind halt die Zauberpunkte schnell weg. Das ist auch immer blöd, finde ich. Ich analysiere die mal. Was mögen denn die überhaupt nicht so? Mach mal alle. Sind ja eh nur noch zwei da. Genau. Okay, wir haben das analysiert. Mal gucken, was gleich dabei rauskommt, wenn wir mit unserem tollen Trickfinger da drauf zeigen auf den Gegner und gucken, was der so an Schwächen hat, wenn er nicht sogar jetzt stirbt. Okay, er stirbt nicht. Schwächen, Feuer und Eis, wie es aussieht, absorbiert nichts. Bevor sie uns hier wegstirbt. Jawohl. Das stärkt unsere Gruppe. Cecils Stufe ist auch angestiegen. Sehr schön. Ich mach die Karte wieder an. Und geh unten lang. Oh. Da ist eine Kiste. Habe ich es doch gewusst. Vampirzahn. Was macht ein Vampirzahn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vampirzahn. Wo, wo, wo? Was ist denn das? War der schon? Habe ich ihn... Nee, da war... Ganz, ganz unten bewirkt ein Zug. Okay. Ja, gut. Dann haben wir hier noch so eine Treppe, die ins Wasser führt. Was können wir uns da Tolles holen? Oh. Wie komme ich denn da lang? Ah, da. Da sind tolle Kisten. Werden uns gar nicht angezeigt. Ich spring mal. Und singe. Eine Lebenshymne für alle. Und mach mal Feuer.
und analysiere die mal. Mal gucken, was dabei rauskommt. Sehr schön, gekontert von Cecil. Aber die kloppen auch ordentlich drauf. Gleich wissen wir mehr über die. Ach, der lebt immer noch nah. Ich wollte gerade sagen, die anderen haben nicht so viel eingesteckt. So, ich klopfe drauf. Ich hoffe, er kontert nicht. Nö, er kontert nicht. Wir springen wieder. Macht mal Vitra. Und was ist jetzt hier? Schwäche, Eis oder was? Aha. Na, dann wollen wir mal. So wie gerade eben eigentlich auch schon. Was ist eigentlich mit der Lebenshymne los? Wieso heilen die gar nicht mehr? Juhu, geschafft. So. Weiter, weiter, weiter. Ich will hier die Kisten. Höhle von Eblan, Untergeschoss 1. Vollständig. Das ist schön. Dreimal Bachruswein erhalten. Ja. Shuriken habe ich bekommen. Ich glaube, davon haben wir schon welche. Allheilmittel ist auch schön. Noch irgendwas? Nö. Okay. Nein, ich springe. Es ist besser. Und ich mache Eisra. Und ich bete einmal und greife an. Das Beten könnte ruhig mal ein bisschen stärker sein, ganz ehrlich. Es heilt immer viel zu wenig, finde ich. Na? Hey, hey. Oh, das war's schon. Da musste der Kane gar nicht springen. Riesenhandschuhe. Das ist ja toll. Apropos, diese Shuriken, die waren doch eigentlich für Young, der jetzt leider gar nicht mehr da ist. Können wir hier irgendwas verbessern mittlerweile? Nö, ne? Bei ihr auf jeden Fall nicht. Die hier mit ihren Zwergen-Exen noch immer noch. Ich lasse das einfach erstmal. Wobei, wir könnten so einen Frostspeer vielleicht ganz gut gebrauchen hier. Oh, das ist eine doofe Idee, das zu ändern. Dann ist die Stärke zwar weg, aber er hat halt so, ne? Na gut, Agilität, direkt Psyche. Ach, ich behalte es lieber. Er hat ja ordentlich Schaden damit gemacht. Bei ihr bleibt auch alles. Da können wir nichts geben. Da auch nicht. Ich check das nur gerade mal eben durch. Ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz hier einen Cut, um nach unten zu laufen. Ne, da sind bestimmt ein paar Kämpfe dabei. Das müsst ihr ja jetzt nicht alle sehen. Also bis gleich. So, weiter geht es in Eblan sind wir jetzt. Da waren wir noch nicht. Oh, und hier haben wir schon jemanden, mit dem wir reden können. Hinfort, ihr Kreaturen! Oh, ihr seid Menschen und keine Monster. Okay, nein, sind wir nicht. Hier, Herberge. Ach, das ist ja cool. Wie viel müssen wir zahlen? Nur so aus Interesse. 700 geht, okay, das geht noch. Und du, Kleine? Hereinspaziert. Aha. Könnte man mal ein bisschen hier das aufstocken. Schweinverwandlung. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich noch in sowas verwandelt werden sollten, aber man weiß ja nie. Ja, gut zu wissen. Heb Fluch auf. Davon haben wir auch nur 9. Okay, wissen wir das normale Inventarzeugs aufgestockt? Wir sind das stolze Volk von Eblan. Wir wurden aus unserer Burg vertrieben und dies ist jetzt unsere Heimat. Okay. Waffenschmied und Plattner. Herein spaziert. Okay, cool. Irgendwas dabei, was ich will? Eisbrand. Ich habe übrigens auf Legendenschwert aufgerüstet bei Cecil statt der Axt. Und das gefällt mir natürlich viel, viel besser. Und erst durch diese Riesenhandschuhe, die wir bekommen haben, das macht auch nochmal mehr Stärke. Also sind wir ungefähr genauso stark wie vorher. Ja, das finde ich gut. Ich finde, das passt auch besser zu ihm. Aber was ist jetzt das hier? Was ist das Interessantes?
Eisbrand. Ich finde das interessant. Ich will das haben. Und dann haben wir hier den Killerbogen, aber sie hat den ja schon angelegt. Und Giftpfeile im Inventar, davon haben wir auch wirklich nicht viele, ne? Könnten ja recht praktisch sein. So, Shuriken, das ist ja eigentlich was für Yang, wie gesagt, glaube ich. Deswegen haben wir davon noch was, können es aber gar nicht benutzen. Wie sieht es hier bei euch aus? Eisschild, Frostpanzer. Ja, angelegt. Achso, haben wir ja schon. Oder was? Ja, und Frostpanzer auch. Wie, beides zugleich? Das will ich jetzt einmal überprüfen. Will ich sowieso. Wegen dem, was ich gerade gekauft habe. Wo ist jetzt dieses Eisbrand? Da ist es ja. Und da geht die Stärke, die bleibt so, das ist gut. Da geht nur bis Psyche runter, Präzision auf 90 statt 99, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber Attacke auf 75, das finde ich gut. Das nehmen wir mal, weil die Viecher scheinen hier Eis nicht so zu mögen. Und dann hätten wir eigentlich noch so ein anderes. Was haben wir denn aus? Der hat das Eisschild. Ah, okay. Halbiert Feuer. Okay, okay, dann kaufen wir davon nochmal eins. Dann hat er nämlich auch eins, ne? Der Cecil und Kane haben dann beide dasselbe Schild und müssen sich nicht deswegen streiten. Das ist doch schön. Da gehen die Reflexe auch direkt hoch. Super. Ja, da haben wir ein bisschen geshoppt hier in Eblan. Ich gehe nochmal hier gucken, was ist hier in der Ecke. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ewig harren wir hier nicht aus. Oh, wer liegt hier? Ich bin Haushofmeister der Königsfamilie. Seine junge Hoheit mag gewöhnungsbedürftige Manieren haben, aber auch ein gutes Herz. Er überwacht die Grabung eines Tunnels, der uns zum Turm von Barbie führen soll, um Rache für unseren König und unsere Königin zu nehmen. Allerdings habe ich ihn jetzt eine Weile nicht mehr gesehen. Ich hoffe, er hat nichts Unüberlegtes getan. Der Prinz sagte, er wird all die Bösen vertreiben. Wir können also bald wieder in die Burg zurück, oder? Ist das jetzt eigentlich eine erwachsene Frau oder ein Kind? Die sehen immer aus wie Kinder. Sie schlugen zu, als seine junge Hoheit nicht da war und schnappten sich den König und die Königin. Ich sorge dafür, dass kein Monster meiner Mutter nahe kommt. Und ich muss auch mein Brüderchen oder Schwesterchen ihren Bauch beschützen. Oh. Oh. Sei stark, Schatz. Der Prinz wird es dem Feind mit Sicherheit heimzahlen. Okay. Was mit der Oma? Das könnte vielleicht das Ende der alten und stolzen Blutlinie der eblanischen Ninja sein. Boah. Vielleicht, aber auch nicht. Was ist denn hier? Portion gefunden. Haben wir den gleich weggenommen hier, den kranken Leuten, obwohl wir sie gar nicht brauchen. Dann gucken wir mal, vielleicht wird uns ja hier mal was erklärt, was los ist. Höhle von Eblan, erste Passage. Äther aus der Schatzkiste erhalten. Da werden wir direkt angegriffen, wieder von diesen Dingern. Ach, er hat jetzt aber so ein cooles Eisschild. Das finde ich cool. Also das, was wir eben gerade ausgerüstet haben, oh, das haut ordentlich rein. Das finde ich gut. Ja, Power. Jawollo. Jetzt macht er auch ordentlich Schaden hier, der Cecil, mit seinem coolen Eisschild. Das sieht cool aus. Und Cecil kontert wieder. Und das finde ich super. Der kontert immer so schön. Ist das nicht ein cooles Schwert? Mir gefällt das. Sieht voll cool aus. Rosas Stufe, Kanes Stufe angestiegen. Schön, schön, schön. Kriegen wir direkt noch eine Kiste. Zelt bekommen. Dürfen wir das auch hier irgendwo einsetzen, oder? Oh, was ist mit ihm? Was ist mit ihr? Seine junge Hoheit will zum Turm. Alleine. Wieso? Was ist denn mit ihm? Höhle von Eblan, zweite Passage. Bitte, stopp den Prinzen! Okay.
Nicht schon wieder diese Golems-Dinger. Hätte mich jetzt auch genervt. Die sind ja nicht mehr so stark jetzt. So, dann greif mal an hier. Ich glaube, die mögen ja kein Feuer. Bei denen war das andersrum. Naja, ja. Bei denen ist es eher Feuer. Aber Eis geht auch. Eis geht auch. Kommt der Kane wieder runtergehopst. So, was ist jetzt los hier? Ich will zu der anderen Kiste da unten. Oh. Er will Rubikante stellen. Oh, Rubikante? Rubikante? Höhle von Evelyn, erste Passage. Oh, oh. Jetzt sind hier aber ordentlich Kisten. High Potion. Hütte. High Potion. Ordentlich Heilungszeugs. Was machen die denn hier mit uns? Ach, die saugen uns hier. Was saugen wir uns ab, die Schweine? Machen wir fertig jetzt hier, die kleinen Fledermäuse. Mach die mal weg. Gott sei Dank saugen die ja nur LP, also Lebenspunkte. Ja, ist ja gut, ihr doofen Viecher. Wie oft denn noch? So, Rosa, komm. Jawohl, sogar Rosa hat eingeschafft. Abgeschossen mit Pfeil und Bogen. Coole Sache. Da ist noch eine Kiste, aber da komme ich nicht ran, oder what? Na toll. Hallo. Seine junge Hoheit ist blind vor Wut. Was ist denn mit dem los hier, dem Prinzen? Dreht ein bisschen durch, der Gute. Silbersanduhr. Phönixfeder. Und Phönixfeder. Phönixfedern sehe ich ja auch gerne, ne? Gehen wir noch hier unten weiter lang. Vielleicht kommen wir ja dann noch zu den anderen Kisten. Da dreht er einfach durch. So, kann der eine mal wenigstens hinübergehen endlich? Geht doch. Freut mich gerade, ob es gut gewesen wäre, wenn nicht nur Cecil so ein Eisschwert jetzt hätte, sondern halt auch der Kane, aber egal. Spinnenfaden? Ich vergesse immer, wofür das alles da ist. Ich gucke zwar immer nach, aber dann benutze ich es nicht im Kampf und... Und schon weiß ich es nicht mehr. Es ist echt ein bisschen doof. Wie die einfach immer die Lebenspunkte absaugen, ey. Aber Rosa ist auch cool mit ihrem Pfeil und Bogen. Wenn sie denn trifft und Schaden macht, dann ja. So, jetzt gehe ich mal hier lang. Wo kommen wir hier lang? Mano, immer diese Kämpfe. Ach, hier, diese Gürteltiere. Die hatten wir auch schon eine Weile nicht. Ach, das ging ja fix. Das ging ja.
Mithrils Schild, Rydias Stiefel und die kann... Stiefel. Rydias Stufe ist angestiegen, die kann jetzt Stein zaubern. Aha, aha. Zweite Etage. Jetzt kommen wir hier an die andere Kiste. So, erledigt. Ach ja, so, noch eine Kiste Schuriken mal wieder. Die brauchen wir doch gerade gar nicht. Goldnadel ist okay, falls mal jemand uns in Stein verwandeln will. Was haben wir hier? Ah, hier können wir ein Zelt benutzen. Das ist praktisch, denn dann kann ich jetzt einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4 hier weiter in Eplan. Mal gucken, was mit dem Prinzen los ist. Bis dann.